Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Classic Mode. Wir spielen Gigamercs. Deswegen gehe ich rein als Borg. Ja. Welcome to Nova. So, wir gucken mal. Angler nehmen wir mit. Ich glaube, wir nehmen den Berserker mit. Millennium auf jeden Fall. Goldenen Beschützer, Gargoyle. Sind wir gut dabei. Den Bass brauche ich nicht unbedingt. Wir nehmen das so. Und dann können wir sogar einen Anglerstart machen. Ich mache das mal so, damit wir aus den Anglern das maximal rauskriegen. Starte ich mit 4 und baue mir jetzt erstmal meine 2 Worker auf, damit die schnell ihr Mana sammeln können. Wichtig. Ja, wir machen Gigamercs, das heißt, wir schicken dicke Einheiten raus. Fiesta, zweimal wahrscheinlich. Jetzt haben wir eine Katze ohne Stacks. Gut möglich. Jetzt können wir unsere Worker erstmal aufbauen. Die Angler stehen. Und das sollte erstmal ausreichen. Robustgott Bösewicht. Ist jetzt nicht so die Premium-Zauber, muss ich sagen. Über Stunden ist in dem Modus nicht. Also es ist halt. Set and Chill, na, da bringt Überstunden jetzt nicht so viel. Da wäre nur Bösewicht interessant. Das schaffe ich wohl nicht. Oder gerade so. Nee, schaffe ich gerade so nicht. Okay. Zwei sind durchgekommen. Halb so wild. Ich sehe auf den Katzentyp. Gargoyle mit rein. Können wir ruhig erstmal dahin stellen, dass der so ein bisschen was abhält. Eine kriegen wir noch raus, da haben wir eine Triple Schnecke draus gemacht. Und er hat mir auch eine Triple Schnecke geschickt. Ah, das werde ich nicht schaffen. Und da kommt es mir ja drauf an, dass ich meine Angler mit Mana versorge. Vierer Start mit den Angler ist natürlich auch sehr, ja, riskant, weil die am Anfang sehr schwach sind und für das Gold natürlich andere Einheiten platzieren könnte. So. Können goldenen Beschützer hier in den Split erstmal packen. Wir könnten bald einen aufwerten. Bauen es erstmal so. Kommt wieder eine Dreierschnecke.
Ja, die sammeln gut hoch. Ich hoffe, dass ich nur einen Mana raus habe. Aber ich bin ganz oben, obwohl ich auch so viel verkackt habe. Bis jetzt. Ja, die sind auf Stufe 1 sind die halt übelst schwach. Für 40 Gold haben die nur 17 Schaden. Baue noch ein Mana raus und dann baue ich nächste Runde die ersten Angler hoch. Oder die goldene Beschützer sind nächste Runde, glaube ich, sinnvoller. Für die 6. Unhold diesmal. Keine Dreierschnecke. Hat eine Katze maximal schon. Aber das kann ich halten. Ich bin ganz oben, Mensch. Immer noch. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist halt so. Da haben die anderen wahrscheinlich mehr verkackt als ich. Ich spiele zu 4, das habe ich, sehe ich jetzt erst. Dass ich zu 4 spielen. Den bauen wir. Müssen die Angler noch ein bisschen warten. Aber es ist nicht so wild, weil die Mana ja schnell sammeln mit den Rössern. Dann war da ein bisschen den King auf. Oh, Sakura Blume haben wir ganz schön weit hintergestellt. Ich muss die nach vorne. Vierer Schnecke rein. Ah, das wird er halten können. Ich aber auch. Locker mit rein. Und es ist eigentlich vollkommen Wurst, was geschickt wird, weil die... Weil die sowieso mit Arkane Verteidigung die Welle gut halten. Jetzt haben wir einen schon mal abgegradet, das ist gut. Ich mache den King mit hoch. Einfach weil das Senden gerade nichts bringt, auch die nächste Welle nicht. Auf 9 macht es dann wieder Sinn. Berserker macht gute Arbeit. Ja, wenn der Berserker tot ist, sieht es dann wieder kacke aus. Ah, oh, die zwei kleinen Teile hat er nicht mehr geschafft. Stecken rein. Upgrade. So machen wir das. Gibt es eine 5er Schnecke? Das ist schon eine 8er. Riesenschnecken dazu sind immer mega geil. Und dann diese Riesenschnecken nochmal zusammenpackst. Das
schon 220. Das Gefühl, ich liege bei den Workern relativ weit hinten. Aber ich versuche mir ja auch gerade noch meine Angler aufzubauen. Wir haben 4 gegen 4, wo immer gesendet wird. Es ist ein bisschen schwieriger abzuschätzen, wie weit man die Wellen schafft. So, ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen was aufgewertet. Das heißt, wir bauen jetzt hier mit Millennium hin. Und der sollte uns durch die Welle bringen. Bevor ich dann den ersten Kingpin aufbauen kann. Was ja schon bald sein wird. Ich brauche nur 250 Gold, der wird das Mana wahrscheinlich jetzt in der nächsten Runde schon schaffen. Oh, Crab Lords! Ja, die neuen Einheiten mit den Crab Lords, ich meine, klar, Force des Todes ist auch übelst geil. Deswegen ist es vollkommen klar, dass die natürlich auch gerne benutzt werden. Wie mit den Spawns. Ah, da bewegt sich was. 5er Robo. So, wir machen das wieder rein. Ja, die können wir schon fast aufbauen. Ich werde noch einen Berserker einstellen. Noch ein Gargoyle. Ich kann auch einen Angler da drüben noch in die andere Seite packen. Der kann auch noch mit Mana sammeln. Einfach nur ein Drache. Ja, Starcaller mit Crab Lords. Yes, my Lord. Ah, wegen Mini-Leben. Der andere hat schon 30 Worker. Ich glaube, ich spiele ein bisschen zu defensiv. Aber es ist halt Gigamox, ne? Ich mach das so. Einfach eine Schnecke mit rein. Mit Dreier. Ja, 320. Da bin ich noch ganz weit davon entfernt. Mein Leben ist so gut. Das halte ich locker, gar kein Problem. Kann ich noch einen holen und dann kann ich den Kingpin aufwerten, den einen. Du wirst jetzt aufgewertet.
Und da habe ich jetzt schon mal eine gute Verteidigung stehen. Da kann ich jetzt mehr mich auf Locker konzentrieren. Weil der hält natürlich übelst viel aus. Der ist auch fast voll. Den kann ich nächste Runde aufwerten. Ja. Aha. So ist das also. Ja. Ist natürlich gar kein Problem mehr mittlerweile. Mit einem Kingpin hast du fast schon ausgesorgt. Und ich habe 4 davon. Beziehungsweise den 5. da in der Ecke noch. Mimik rein. Worker rein. Jetzt holen wir da ein bisschen auf. Ich würde trotzdem den erstmal aufwerten. Bevor ich dann auf die Kingpins gehe. Alter. So, wir haben eine Schnecke geschickt und ein Mimik. Machen wir die Schnecke einfach noch größer. Magischen Schaden muss ich da mal mitschicken. Für seinen Alpha-Männchen dort. Ja, mit dem Gold. So, es sind schon 2 da. Das sieht doch gut aus. Die werden mega viel aushalten. Packen wir noch einen zweiten Mimik mit rein. Der bringt uns gut die Piepen, die ich brauche. Alpha. Doppelter Schaden, das ist halt übelst stark. Gerade wenn er die kleinen Teile fristig gespawnt werden, 7 Gold. Dachs gebaut. Er macht die Last jetzt nicht. Jetzt. 7-7. Tot. Oh! Das ist ein 3. Warum ist der 3er so viel größer als mein 2er gewesen? Macht ja gar keinen Sinn. So, wir werten hier auf. Wir werten hier auf. Das und das. Den. Und 4 Worker. Das sollte reichen. Boah, übelster Dino. Mega unhold.
Ich kann es mega locker bauen, weil nächsten zwei Runden schaffe ich locker. Das hat 95 jetzt schon. Ich liege da wirklich einiges zurück. So. Den einen aufgewertet, das sollte reichen. Time for some action. Schick mal eine Hexe rein. Gerade gegen die Crab Lords. Holy shit. Das ist ein 5er Pack Leader. Okay, das schaffe ich nur nicht. Alter, der macht über 500 Schaden. Die Hexe so weit vorne. Ich frage mich, wie viel Worker der hat, der auf mich schickt. Ja, hier ist ganz weit oben. Da sind ganz viele Worker. Magischen Schaden mit rein. Ja, da warte ich mal noch. Das werden wir nicht unterschätzen hier. Wie viel der eine Schaden ausmachen, das eine Mana ausmachen kann. Die werfen wir mal noch auf. Zack. 1300 schickt jede Welle, schickt er mir mehr. Siebener Pack wieder diesmal. Das sieht ein bisschen besser aus, die Kleinen sind schon mal alle zu holt. Ja! Das war wichtig. Dass das dicke Teil abkackt, das war unglaublich wichtig, dass ich die Kohle jetzt habe. So. Ja, Mana Rösser. Fette Kiste. Das ist wichtig. Wir machen noch Moll rein. Sechs von Mimik. Jetzt schickt er nicht mehr so viel. Jetzt hat er nur einen Echo Drachen geschickt. Siebenhundert Schaden fast.
13 Gold pro Kill. Hat mir nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft habe. So, Upgrade, Upgrade, du bist voll. Du bist noch nicht voll. Does anyone else feel a bit packed? Yeah. All right, sir. Not enough gold. So, wir brauchen genug Worker, um dann am Ende die finalen Schlag auszuführen. Ich krieg halt hier jetzt nur auf die Fresse die ganze Zeit. Stehen wir jetzt, wird gesammelt. Schicken immer noch. Jetzt werden wir verkacken, weil die sich zu viert absprechen und hier noch zwei geschickt haben. Ich werde lieber den auf. Das wird wohl nichts. Ein achter Schamane. Krieg ich nicht so gut. Auch wenn ich die Kohle gut gebrauchen könnte, den kriege ich einfach nicht so gut. Die sprechen sich ab. Da geht er jetzt zu einem fetten Schaman geschickt. Das war Haus. Holy shit. Da sieht man, was Teamwork ausmachen kann, wenn man sich abspricht. Ganz viel. Ich soll gucken, wer hat auf mich geschickt? Er hier, glaube ich. Nee, auf ihn habe ich geschickt. Er hat auf mich geschickt. 144. Aber die hat er schon sehr früh gehabt, wahrscheinlich. War mir sehr weit voraus. Fiesta-mäßig. Hm, so ist das eben. Ja gut, das war eine weitere Legion mit Gigamercs. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Zum Beispiel das hier, da habe ich die Untoten-Legion gespielt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.